Wenn mir das vor einem Jahr jemand gesagt hätte, für ein Opinel ein eigenes Holster zu machen, eine Scheide zu machen oder auch etwas als Pocket Carry oder Neck Carry, wie man es in Englisch sagen will, oder um ein Hals tragen oder in der Taschen sichern, so sagt man das in Österreich, dann hätte ich gesagt, absolutiere, absolutiere. Und jetzt habe ich das selbst. Und wenn dich interessiert, was das bedeutet, warum ich auf die Idee gekommen bin und ob du das brauchst, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ja, ernsthaft, es gibt eine Scheide jetzt für das Opinel, Nummer 8 zum Beispiel und sowieso und überhaupt. Und ich erzähle dir mal, worum es dabei überhaupt geht. Und zwar, der Clemens Hoffmann, der ist auf Instagram, der nennt sich The Multitool Museum. Feuerwerk, wirklich total irre, was der hier macht. Auf jeden Fall, der hat mich auf die Idee gebracht, weil wir so geplaudert haben. Ja, was könnten wir denn tun? Was könnten wir tun? Was könnten wir tun für Opinel? Ne? Und ich habe ihm das schon gezeigt, und zwar für das Opinel. Das ist so unsere Oldie Carry Scheide oder Holster oder wie auch immer du das nennen magst, um es um den Hals zu tragen. Das ist vielleicht bei einem 12er Opinel oder der Opinel Säge, da geht das nämlich übrigens auch drauf. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich kann es im Hosensack sichern. Und dann rausziehen, arbeiten und wieder zurückgeben. Und das habe ich ihm gezeigt und er hat gesagt, hey, das ist voll großartig und mach doch auch eine Scheide, weil bei Bushcraftern ist das immer wieder so ein Problem. Erzähle ich dann nachher gleich. Und da haben wir unterschiedliche Prototypen gemacht, aber ich wollte gar nicht meinen Kaffee währenddessen einschalten. Also, na Moment, jetzt habe ich dieses Gasding hier. Und, kommt was raus auch? Hört man nicht, aber wir werden es gleich rausfinden. Schon leer? Oh na, die Gaskartusche ist leer. Na gut, da gibt es halt keinen Kaffee. Ei, 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 ei. Das ist jetzt urtraurig. Ich habe es doch einmal probiert. Nein, das geht leider nicht. Jetzt habe ich mal immer so einen Kaffee hergekriegt in der Bialetti. Naja, dann muss ich halt was arbeiten. Gut, auf jeden Fall hat der Clemens Hoffmann gesagt, bau sowas. Jetzt haben wir als ersten Prototyp das hier entwickelt. Und als ich das gesehen habe, also die Claudia ist unsere Entwicklerin, macht das gemeinsam mit dem Mario und der Mario druckt das dann nachher und sowas und überhaupt. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wie schaut denn das aus? Das schaut ja aus wie. Und es liegt einfach daran, nämlich wegen dem hier, ja, also dieses Huppel hier, das ist einfach absolut irre. Die Frage ist ohnehin, wozu braucht man sowas? Wozu braucht man ein Klappmesser? Klappmesser, warum soll das geholstert werden? Es ist so, dass der Clemens meint, bei manchen Bushcraftern ist es so, dass wenn man jetzt dieses Messer benutzt, auch in der größeren Variante oder auch in der Nummer 9 Variante, das ist hier diese, ist wurscht, egal, ja, so. Wir werden das auch noch für die kleinere Variante haben, also billige Eigenwärme, ich gebe den Link in unseren Shop, aber egal. Wenn das feucht wird, geht das Holz auseinander, ist richtig, und dann lässt sich ja, das Messer oder der Ring nicht mehr bewegen, aber meistens das Messer und dann steckt das fest und dann hast du das und was machst du dann damit? Und daher eine Scheide. Jetzt ist das der erste Prototyp und ich kann da nur sagen, abgesehen davon, dass das auch gar nicht vernünftig reinpasst, ist das einfach fürchterlich. Jetzt ist es natürlich cool, weil wir uns für diese Concealed Carry Variante entschieden haben anfangs, aber das Problem ist, schau mal her, da wird hier der Gürtel durchgeschoben und dann drückt dir dieses Teil hier, nämlich der Huppel, der vom Opinel notwendig ist, der drückt dir dann die ganze Zeit da hinein und das wird das Material, das wir, wie gesagt, das ist österreichisches Material, Kunststoff, den wir mit unserem 3D-Drucker zusammenbauen, das ist nichts. Aus dem schaut es hässlich aus. Jetzt gibt es dann eine zweite Variante gegeben, das ist die hier. Und bei der war es jetzt so, da ist das alles schon besser, die schaut auch deutlich besser aus, alles cool, alles wunderbar. Ja? Bei der ist es so, dass das rechts, und dann müsste ich eine eigene Linkshinterscheide machen. Und dann habe ich gesagt, nein, das muss ein Teil sein, das für Links- und Rechtshänder gleichermaßen nutzbar ist. Ja? Nämlich Linkshänder, links, ja, links. Oder wir ziehen dann raus und das Ganze auch für Rechtshänder nutzbar. Weil sonst müssen wir ja zwei Produkte herstellen. Wir machen das eh teilweise auf Bestellung, ist das so on demand nennt man das heute neumodern. Aber sei es drum, trotzdem muss er nicht unbedingt sein. Ne? Wenn ich sage, Opinel, Scheide und wir drucken und dann ist fertig und dann wird es nach ein paar Tagen verschickt und alles ist gut. Ja? Und wir haben uns eben auch noch dafür entschieden, einen klassischen Gürtelschlaufe zu machen. Warum? Weil das die ganze Sache irgendwie runder macht. Dann haben wir auch hier noch die Möglichkeit für alle jene, die es wirklich als Neck tragen wollen
um den Nacken, weiß ich nicht, oder wir haben es gesagt, wir können einfach, weil die Spitze, ja, wenn du dir das jetzt da so anschaust, die geht ungefähr bis hierher, so, und weil es ja sowieso geht, ne, haben uns gedacht, wir machen gleich die Löcher dazu, schaut auch optisch netter aus, alles sehr, sehr schön verarbeitet, auch sicherheitstechnisch kein Thema, wir haben das ausprobiert, wir haben versucht, das umzuknicken, ja, also natürlich lässt sich das Ganze bewegen, aber die Klinge sticht nie durch, ja, also auch kein Thema, also ist eine nette Variante für all jene, die das haben wollen. Und dass mein Kaffee nicht geht, das macht mich noch immer, also ich denke, ich mache wieder und denke sich ganz drüber nach, mein Kaffee. Was? Das ist fürchterlich, ja. Das ist genauso wie Zigarettenraucher. Ich war früher mal Zigarettenraucher. Du hast eine Zigarette, aber kein Feuer. Das ist fürchterlich. Wenn ich Feuer habe und keine Zigaretten, sage ich, ja, habe ich halt keine, ja. Aber wenn du sagst, ich habe Kaffee, ich habe Kaffee, aber kann ich nicht heiß machen. Das ist fürchterlich, ja. Gut, aber Zigarettenrauchen liegt hinter mir. Das spielt es nicht mehr. Also Zigarettenrauchen, nein. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, diese Scheide hier, ja, ist eine Option für all jene, die das brauchen können. So, was wir aber auch gemacht haben, und das war mir persönlich ein Anliegen, ist eben dieses kleine Hubbel hier. Dieses kleine Hubbel, das ist für den Neuner. Haha, ja, so. Dieses kleine Hubbel hier, wir haben das in zwei Ausführungen, einmal in Rautenmuster, ja, und einmal in diesem Fuzzy-Style, das kann man sich aussuchen, ist eine optische Sache. Wir bieten das jetzt bei dem Produkt einmal an, damit wir eine Idee haben. Ich meine, frag dich jetzt, was gefällt denn dir besser? Dieser Fuzzy-Style hier, ja, der ist auch ein bisschen grippiger, oder diese Diamantenform, ja, oder Rautenmuster. Bitte schreib mal einen Kommentar, da bin ich sehr dankbar dafür. Wir testen das einfach mal und dann werden wir sehen, ob wir das auf das ganze Produktportfolio, das wir ja mittlerweile haben, ausrollen. Aber auf jeden Fall, da ging es mir darum, zu sagen, ich möchte dieses Messer sichern. Ich möchte das Messer jetzt sichern. Aha, das ist noch immer der falsche. Ich habe den Neuner mitgenommen. So, also, ich habe das Messer und kann es im Hosensack sichern. Nämlich, hier ist ja ein Loch. Das heißt, ich kann hier ein Paracord durchfädeln oder ich kann die Kugelkette, die wir im Lieferumfang mit dabei haben, benutzen, um es am Gürtel oder auf der Gürtelschlaufe festzuhalten und habe das wirklich gesichert in meinem Hosensack. Wie oft habe ich schon Messer verloren dadurch? Ernsthaft. Und mit dem ziehe ich das Ganze ab, habe dann das Messer, arbeite, du mach und dann stecke ich das Ganze wieder ineinander und das Ding fällt trotzdem nicht raus. Und somit habe ich die Möglichkeit, das in der Tasche zu sichern. Pocket Carry, neumodern gesagt. Ne? Vielleicht hast du einen anderen Namen auf Deutsch. Wie könnte man es auf Deutsch nennen? Pocket Carry, wie könnte man das auf Deutsch sagen? Taschentragssicherungssystem? Klingt großartig. Oder du hast es eben um den Hals. Ist auch eine Möglichkeit, wenn du das willst. Ja, wenn du das willst. Wir haben vor eineinhalb Jahren haben wir mit dem Thema angefangen und ich habe das urlang getestet und liegen gelassen und herumgetan und herumgespielt und jetzt haben wir gesagt, wir machen das. Wir machen das und ich habe genug Erfahrungswerte jetzt damit, dass das für mich passt. Und wir haben das natürlich auch für das Opinel Nummer 12 gemacht, auch für die Säge, weil die hat ja auch denselben Durchmesser, genau dasselbe Prinzip. Wenn Interesse da ist und es genügend Nachfrage gibt, könnten wir uns auch überlegen, aber das muss man sich wirklich anschauen, so eine Scheide, eine Steckscheide zu machen für das 12er, beziehungsweise für andere. Aber da werden wir einfach einmal schauen, wie jetzt die Rückmeldung von euch, von dir da draußen ist, ob es das braucht oder nicht. Mich würde ohnehin interessieren, was du zu diesem Produkt hier sagst und sowieso und überhaupt. Gut, einen letzten Punkt noch, der hat jetzt gar nichts mit dem hier per se zu tun, sondern zum Thema Opinel vielleicht auch noch. Die Opinel sind wirklich Messer, die für auch für den Alltag wirklich unterschätzt werden. Wirklich unterschätzt werden. Klar, sie sind günstig, scheinen wie Hölle. Wenn ich es verliere, bin ich jetzt nicht so traurig und sind weltweit im Einsatz. Fast wie ein Victorinox, vielleicht jetzt nicht ganz so, aber trotzdem wie ein Victorinox, nur noch schnittiger. Dafür habe ich halt keine Multifunktionen, ich weiß, da gibt es noch welches, Franzosen eben, da kann ich hier einen Korkenzieher rausgeben, und ist alles cool. Also ich finde die großartig und noch etwas. Und jetzt mache ich doch wieder billige Eigenwerbung für dieses Produkt, aber verzeih mir das. Warum jetzt auch ausschlaggebend war für mich, das jetzt umzusetzen. Wie gesagt, seit Sommer 2021 tun wir damit herum. Ja. Da hatten wir die anderen Mitarbeiter, da hatten wir den Mario zum Beispiel noch nicht, es waren nur Claudia und ich. Und ich habe mir dann gedacht, pfeif drauf, brauche ich nicht.
Und jetzt habe ich mir so, ich schaue mir immer wieder so Clips an, Shorts auf YouTube. Und da sind teilweise auch vom aktuellen Ukraine-Krieg Videos dabei. Aber jetzt, ich schaue mir nicht diese politischen Geschichten an, das ist mir wurscht, sondern wie die Leute da draußen sind, wie das in den Stellungen ausschaut, welche Ausrüstung sie haben. Und da habe ich einen älteren Herrn gesehen, der war sicher, also bin ich auch schon ein älterer Herr, aber weiß nicht, um die 50. Und die sind da so zusammengesessen, im Wald, aber auf einem Waldweg. Ja, es war ein Weg und der sitzt da und schneidet mit seinem Opinel Lebensmittel auseinander. Es war wahrscheinlich ein Neuner, das Opinel. Und glaub's oder nicht, da hat er da anscheinend ein Loch gebohrt gehabt, das hat man natürlich in dem Video nicht gesehen, und hat das am Schnürl gehabt und dieses Schnürl hat er sich anbunden gehabt. Warum? Damit er das Zeug, wenn sie herumlaufen, ja, und da herum, dass man das, ja, nicht verliert, weil dann hat das nicht mehr. Und das war für mich der Wink zu sagen, ja, wenn jemand, der wirklich in einer Überlebenssituation ist, ja, in einer wirklichen Überlebenssituation, ja, der das nicht nur fiktiv macht, sondern wirklich und anscheinend auch Erfahrung hat, weil sonst wäre er da wahrscheinlich auch nicht mit draußen, weil da waren dann andere waren Junge, wie wenn er irgendwie was zu sagen hätte, wie wenn er irgendwie Kommandant oder was wäre. Das könnte man jetzt vorstellen, ich weiß nicht, das ist Mutmaßung, ja, weil er hat auch das Essen verteilt, hat runtergeschnitten und hat verteilt. Ja. Wenn der sein Messer sichert, dann braucht es das Produkt. Vielleicht siehst du das jetzt, genau du, sagst, pfeife ich drauf, brauche ich nicht. Alles gut, kein Problem, ist mir echt egal, ist ja auch immer nur ein Angebot. Aber wenn der sagt, ich brauche das, dann finde ich es super, weil eins habe ich natürlich auch gesehen, diese Schnur behindert halt auch beim Arbeiten und das hier nicht. So, genug der billigen Eigenwerbung, auch wenn es einen tieferen Hintergrund da jetzt in der Stelle hat. Wenn du Fragen hast, stell sie sehr gern. Schreib mir auch gern, was du von diesem ganzen Zeug hier hältst und ob du auch mit mir fühlen kannst. Ich rieche das sogar da raus, dass der Kaffee nicht funktioniert. Aber beim nächsten Mal geht's, ich verspreche es. Dann sage ich danke für alles, dein René Rossmann. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, eh ganz klar, Link zu den Produkten. Bis dann und ciao.